Yajiro Kido, das sind die Daten. 25 Jahre, 70 Kilo, 1,80 groß, 5 Siege, eine Niederlage, 2 Kämpfe mit K.O. gewonnen. Yajiro Kido, vielleicht der neue Star am japanischen Max Himmel. Mal sehen, wie es läuft. Heute gegen den starken Shibin Lim, 28 Jahre alt. Kilo haben wir es gerade gesehen, und hier in meiner Statistik habe ich 6 Siege, 5 Niederlagen, 4 Kämpfe mit K.O. gewonnen. Gerade zuletzt hat er triumphiert im Februar das Turnier von Asien in Seoul gewonnen, und da hat er sich 3-mal mit K.O. durchgesetzt. Mal sehen, ob er an die gute Leistung anknüpfen kann, jetzt gegen Yasuhiro Kido. Japaner hätten natürlich gerne einen weiteren Mann im Finalturnier der besten 8 dabei. Und da ruhen neben Masato, der ja hier auch bei den Eliminations antritt, da ruhen die Hoffnungen eben ganz besonders auch auf Yasuhiro Kido, den blond gefärbten Japaner. Und jetzt kann es losgehen. Also, Kido, das ist der Mann mit den blauen Handschuhen und den blonden Haaren. In Rot und Schwarz, das ist der Koreaner Shibin Lim. Eine gute, harte erste Attacke von Yasuhiro Kido. Und das Duell ist schon zu Ende. Wer hätte das gedacht? Was für eine Überraschung. Da sind die beiden noch gar nicht richtig warm. Und schon ist es aus. Und der Mann freut sich. Jetzt erst hat er es begriffen, was da passiert ist. Kürzer geht kaum. 40 Sekunden waren gekämpft in der ersten Runde. Und da war schon alles vorbei für Shibin Lim. Hier nochmal zu sehen. Im richtigen Moment das Knie an das Kinn des Koreaners. Und das ist das Aus davon. Erholt er sich nicht mehr. Der volle Kick an das Kinn. Genau im richtigen Moment. Kinn ist frei, auch in der richtigen Distanz, dass das Knie mit Schwung treffen kann, und voll zieht Yasuhiro diesen Kick durch. Shibin Lim am Boden, nach 40 Sekunden den Traum vom Finalturnier ausgeträumt, aber er ist auf jeden Fall dabei, Yasuhiro Kido, der hat es geschafft, den werden wir dann im Finale im Nippon Budokan von Tokio wiedersehen. Yasuhiro Kido beim K1 World Max Finalturnier, also mit Sicherheit dabei.